So, meine lieben Zuhörer, dann, wie versprochen, hier die Tonbandaufzeichnung nun der Armeelisten. Wir fangen an mit den Orks. Gespielt von Nachtschatten mit einem Regiment Axe-Krieger, einem Regiment Great Axe-Krieger, die das Orksbane Amulet of Thorns haben, jeweils 20 Mann also, und nochmal ein 20-Mann-Trupp Morax. Drei Trolle, einen Flagger, einen Godspeaker als Magier und, um mal Monster zu testen, einen Giant. Nach dem Spiel muss ich sagen, die Great Axe haben sehr böse reingehauen, denn egal was dort kam, sie haben einfach zu gut gewundet. Mit den 12 Attacken nicht so schlecht. Viel schlimmer fand ich aber die Morax, also die wirklich 25 Attacken haben. Es mag daran liegen, dass die Orks von sich aus schon die Crushing Strange 1 haben, also die extra Stärke, kann man sagen. Die Axe-Krieger selbst, die natürlich auch wesentlich, wesentlich günstiger waren, statt dieser drei Regimenter einfach mal gesagt hätte, okay, ich nehme 4 oder vielleicht sogar 5 Regimenter Axe-Krieger nur, a 20 Mann, wäre das natürlich auch übel gewesen. Aber so, bei den Orks ein bisschen auf Qualität gesetzt mit den Morax und den Great Axe, diese beiden sind wirklich wahnsinnig starke Einheiten. Die Trolle haben etwas enttäuscht, aber das mag daran gelegen haben, dass sie keinen Kampf gesehen hatten, wo sie einen Angriff bekommen haben. Auf der anderen Seite, dass sie ständig immer wieder nur in die Flanke und in den Rücken angegriffen worden sind. Der Flagger selbst hatte gegen einen Vampirlord, da komme ich schon ein bisschen dahin, was wir hatten, keine Chance. Er ist gestorben, als ich dachte. Aber, gestorben halt. Der Godspeaker mit der Breathe-Attacke, meiner Meinung nach von Melanie nicht ganz richtig eingesetzt. Der Banechant-Zauber, sehr gut, den er hatte. Die Atemattacke, besser, aber auf den Vampirlord etwas verloren. Das wäre in Regimentern wesentlich besser gewesen. Der Heilzauber, den er dazu bekommen hat, heilt nicht viel, sind nur zwei Zauber. Der Riese, den Melanie hatte, der war mit seinem... er hat die Sonderregel brutal. War er auch. Ich bin froh, dass er sich nur um kleine Regimenter gekümmert hat. Also hier den Trupp Bogenschützen. Ansonsten Fury, CS3. Im Grunde die ganze Stärke, die Melanie in der Armee hatte... Man könnte sagen, das war mehr, als eigentlich für mich notwendig war. Dann kommen wir einmal zu der Armeeliste der Untoten, hier im Bild zu sehen. Begonnen habe ich da mit 2 Einheiten Revenants, das sind so eine Art Verfluchte. Ich hatte erst vor, einen mit 2 Händern auszustatten, habe mich dann aber doch für 2 Einhand- und Schildträger überlegt. Ihr werdet euch jetzt fragen... Wie? Da steht doch Revenants. Wie ändert sich denn da was? Da würde sich das so ändern. Die würden mehr Stärke kriegen und der Death-Wert würde sich dann verringern. Das sagt einem aber automatisch auch der KOW Easy Army Armee-Generator. Ich habe 2 Truppen Skelettbogenschützen. Obwohl es die billigste Einheit auf dem Feld war, neben dem Armeestandartenträger, würde ich sogar sagen, diese Truppen waren mit die wichtigsten. Die Revenants haben gegen die Orks, ganz ehrlich, keine Chance gehabt. Dafür habe ich zu viel an zu vielen Orten heilen müssen und der zweite Trupp hat auch zu viele Ork-Regimenter gleichzeitig abbekommen. Die Skelett-Archers waren ein schöner kleiner Trupp, der immer schön den Orks in die Flanke und in den Rücken fallen konnte. Hatte ich mehr von. Die Zombie-Horde, die Zombie-Horde. 25 Attacken, das sind für 40 Zombies, das sind ungefähr so viel wie die Morax, die hatten auch 25 Attacken. Nur, dass die Morax, wenn ihr das noch einmal vergleicht, auf die 3 gewundet haben und durch die Crushing Strange nochmal einen besser verwunden.
Die Zombies treffen auf die 5. Ja, und dabei bleibt es dann auch meist. Also die haben einfach. Es ist ein schöner Block, der ist auch recht stabil. Man darf aber nicht zu viel von ihm verlangen. Und im Spiel, wie ihr es gesehen habt, drei Regimenter waren einfach zu viel für ihn. Hätte ich ihn wieder hochheilen können, sähe die Sache anders aus. Danach mein Lich King mit dem Lightning Bolt. Im dritten Teil habt ihr ja vom Video gesehen, dass dieser ausgezeichnet war. Heal 5, also super geheilt. Und ganz wichtig natürlich Surge 10. Dafür alleine lohnt sich ein Lich King dabei. Das ist ein genialer Zauber. Geniale Einheit. Nicht zu teuer. Lohnt sich immer. Der Armeestandartenträger, ja, im Grunde der heimliche Held des Spiels. Aber auch nur, weil er nicht gestorben ist. Das hätte bei einem Wurf anders aussehen können. Mittlere Werte trifft auf die 4. Death-Wert von 4. Alles okay. Womit wir da auch schon beim Vampirlord wären. Heal 3. Einfach mal. Vielleicht hat er es gebraucht. War nett zu zaubern, aber nicht wirklich notwendig. Medallion of Life. Auch nicht wirklich notwendig. Dass er auf einem Pferd war. Ich denke einmal, für diejenigen, die schon sehr lange Warhammer spielen oder überhaupt nicht nur mit der 8. erst angefangen haben, früher war ja sehr viel die Kavallerie dabei oder schnelle Einheiten, kleine schnelle Einheiten. Das hat man hier auch. Dieser einzelne kleine, ich sag mal, Hund von Vampirlord, der hat für mich die meisten Punkte eigentlich geholt. Oder im Grunde hat er alle Punkte geholt. Und das war doch schon sehr überraschend. Klar, mit der Crushing Strange 2 und mit Surge 3 hat er am Anfang dafür gesorgt, dass ich die Zombies ins Verderben schicke. Ja. Spielfehler meinerseits. Wenn man jetzt schaut, dass man für diese Horde mit den Armeebauregeln, die dort sind, drei Vampirlords aufstellen kann. Oder alternativ drei Giganten jetzt, um auf die Seite zurück der Orks zu gehen, dann lohnt es sich schon richtig. Man ist zwar verletzlich, klar, aber schnelle Einheiten. Ich denke mal, bei dem nächsten Spielbericht werde ich mal versuchen, einen kleinen Reitertrupp reinzubringen. Und dieser Reitertrupp, da bin ich mal gespannt, ob ich damit Melanie nicht in den Rücken fallen kann und ihr einfach mal die dreifache Anzahl an Attacken raushau. Alles in allem würde ich sagen, die Zombie-Horde. Ja, würde ich nochmal spielen? Nein, nicht mehr so, sondern ich würde eher versuchen, einen Angriff einer Einheit aufzuhalten und dann den Gegenangriff zu machen und dann von der Flanke mit einem Revenant-Trupp zu kommen. Taktisch klüger. Im Spiel habe ich es versaut. Bleibt dann nur noch einmal zu überlegen, wie funktionieren die Flieger? Das haben wir noch nicht getestet. Und ganz wichtig, die Kriegsmaschinen. Die werden wir aber auch noch einmal testen.